Hallo zusammen, in diesem Video geht es um Bilder im Spiegel und das sind virtuelle Bilder. Virtuelle Bilder. Und wir nehmen einfach mal irgendeinen Gegenstand und halten ihn vor einen Spiegel. Also zum Beispiel könnten wir ein Buch hernehmen. Hier ist der Buchrücken. Schreiben wir einfach Buch drauf, dass wir das auch klar verstehen, was das ist. Na, vielleicht können wir ein paar Details einmalen. Also hier ist nochmal der Buchdeckel, dann haben wir die Seiten hier. So, jetzt sehen wir, dass das ein Buch ist. Und dann brauchen wir auch einen Spiegel. Das hier ist der Spiegel. Wir sehen ihn von der Seite. Jetzt fällt natürlich Licht auf das Buch. Das meiste mag aus einer Lichtquelle kommen. Es gibt natürlich auch gestreutes Licht, was dann von verschiedensten Seiten hier auf das Buch fällt, und das Buch soll das Licht diffus reflektieren. Das heißt, dass viele Punkte des Buches dann also auch Lichtstrahlen in verschiedenste Richtungen reflektieren, und wir schauen uns mal ein paar von diesen Strahlen an. Zum Beispiel einen Strahl, die hier von dieser Ecke ausgehen, die gucken wir uns mal an, und einen Strahl greifen wir mal raus, der hier so auf den Spiegel fällt und von dort aus reflektiert wird mit Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel. Und einen zweiten Strahl, der ganz ähnlich laufen soll, der soll also hier sogar ein bisschen weiter runterlaufen. Der hat also einen bisschen größeren Einfallswinkel und dementsprechend einen bisschen größeren Reflexionswinkel. Der soll hier so runterlaufen. Und hier unten ist dann ein Beobachter. Von dem male ich mal nur das Auge ein. Das ist der Beobachter und der sieht jetzt diese Strahlen hier. Also sagen wir mal, das Auge ist so groß, dass er wirklich diese zwei Strahlen hier in das Auge treffen. Und er schaut sich dann an und sieht das Spiegelbild. Ja, bevor wir jetzt dieses komplizierte Bild hier malen, vielleicht mal schauen wir uns nochmal an, wenn wir jetzt denselben Beobachter, wenn der hier auch wieder schaut, und der schaut sich einfach irgendeinen Gegenstand an, ohne Spiegel. Also sagen wir mal, der schaut sich hier eine Orange an, und diese Orange, die reflektiert das Licht auch diffus, das heißt, ein Punkt auf der Orange wird zum Beispiel Lichtstrahlen hier in diese Richtung werfen, auch in viele andere Richtungen, aber zum Beispiel in diese Richtung, und das Auge würde dann diesen Lichtstrahl auffangen und dieser Punkt würde auch Lichtstrahlen in diese Richtung werfen, und das würde auch hier in das Auge des Beobachters gelangen. Und der Beobachter würde jetzt vielleicht auch noch diesen Strahl hier auffangen. Das sind eigentlich Strahlen, die hier auseinanderlaufen, aber die aus einem gemeinsamen Punkt kommen. Hier der auf der Orange sitzt, und dieser Beobachter und das Auge oder vielmehr das Gehirn des Beobachters geht dann eigentlich immer davon aus, dass die Lichtstrahlen eines Objektes geradlinig in das Auge treffen und dass das Objekt genau da sitzt, wo diese Lichtstrahlen ihren Ursprung haben. Und wenn wir das jetzt auf diesen Beobachter übertragen hier, wo sieht er denn den Ursprung dieser Lichtstrahlen? Der würde den Ursprung dieser Lichtstrahlen, das jetzt mal nach hinten verlängern, also für den wäre der Ursprung der Lichtstrahlen, wäre dieser Punkt hier. Also hier würde er diese Ecke des Buches, die würde er hier sehen. Und wenn wir das jetzt für die ganzen Punkte des Buches machen würden, dann würden wir feststellen, dass er tatsächlich das Bild des Buches hier im Spiegel sehen kann, wobei links und rechts vertauscht sind. Also sozusagen die innere Seite ist das hier und die äußere Seite wäre das. Das heißt, mein B würde auch andersrum hier stehen. So wäre das und das C wäre andersrum. Und das H genauso, bloß sieht man es dem H nicht an, dass es andersrum ist. Und natürlich entsprechend auch das ganze Bild, die Seiten, der Einband, das alles wäre hier im Spiegelbild andersrum. Und wer das mag, der kann es gerne hier für jeden Punkt nachprüfen. Also so würde der Beobachter das Bild des Buches hier im Spiegel drin sehen. Und weil dieses Objekt in Wirklichkeit nicht existiert und auch überhaupt kein Licht ausstrahlt, nennt man das ein virtuelles Bild. Also das ist hier ein virtuelles Bild des Gegenstandes. Ein virtuelles Bild, es sendet, für den Beobachter sieht es so aus, als würde sich da irgendetwas befinden, aber in Wirklichkeit befindet sich an der Stelle nichts und es gibt auch nichts an der Stelle, was Licht aussendet. Das ist ein virtuelles Bild.
Typischerweise sind alle Bilder in Spiegeln virtuell. Also auch wenn ein Beobachter sich selber anschauen würde, nehmen wir mal an, da stünde einer so mit seinem Auge hier, nur das Auge sieht sich ja eigentlich selber, der stünde mit seinem Auge auch wieder vor einem Spiegel. Natürlich gibt es Lichtstrahlen, die aus dem Auge rauskommen oder zumindest von der Oberfläche des Auges kommen, zum Beispiel diffus reflektiert oder glänzend reflektiert. Also ein Lichtstrahl, der würde hier rauskommen und der würde dann in sich selber zurückgespiegelt werden. Also der ginge auch hier wieder zurück. Und ein anderer, der geht halt ein bisschen schräger raus, der würde dann vom Spiegel hier hin, so würde der reflektiert werden. Und da würde er genau mit derselben Methode, würde dieser Beobachter wieder sagen, aha, wo sich die beiden Lichtstrahlen treffen, da sitzt mein Objekt. Also mein Spiegelauge würde dann hier an dieser Stelle hier entstehen. Das wäre sagen, dieser Punkt des Auges, der hier im Spiegel erscheint. Und so wäre das, wenn ich mein ganzes Auge zusammensetze. Also auch hier das Spiegelbild des Auges, auch das ist dann ein virtuelles Bild. Ja, das war eigentlich nur ein kleiner Einstieg in das Thema mit den virtuellen Bildern. Im nächsten Video werden wir auch etwas zu den reellen Bildern sagen. Und wir werden uns auch mal verschiedene Linsen anschauen und überlegen, welche Art von Bild die wohl erzeugen.